Liebe Chat, es ist mir mal wieder eine Ehre, heute ein innovatives und unglaubliches Streaming-Format zu präsentieren. Wir brauchen Musik. Heute, Chat, geht es darum, herauszufinden, wie gut kennt der Streamer Revinzeit seine Community. Heute geht es darum, herauszufinden, wie... Ach du Scheiße, Musik übersprungen, Mann, wieso kriege ich denn nichts in meinem Leben hin, Alter? Egal, schneiden wir. Geht es darum, herauszufinden, wie gut ist meine Menschenkenntnis? Heute geht es darum, mich mit euch, meiner Community, auseinanderzusetzen. Ich präsentiere unser neues und innovatives Format, die Community an ihren Berufen zu erraten. Also das Format ist halt einfach, dass ihr habt mir auf Twitter Bilder geschickt, andersrum. Berufe von der Community erraten. Ich hab nichts richtig gemacht, Mann, ich hab nichts richtig gemacht im Intro. Ich muss anhand von Bildern erraten, was der Beruf meiner Community ist. Das ist das Format, das ist das Video. Wir fangen an mit dem ersten Bild. Zuschauerjobs. Dieser Zuschauer hat... Also ich muss jetzt erraten, was der Job... was der Job von diesem Zuschauer ist. Und ich würde sagen, sein Job ist Heizungs- und Sanitäranlagenmechaniker. Und jetzt erst vom Beruf Herzensbrecher. Oh, das war Papo. Ach so. Ich habe ihn nicht mehr erkannt. Alright, machen wir weiter. Okay, der Typ hat hier einen Wein in der Hand. Gegelte Haare. Ich würde sagen, er ist Sommelier. Sommelier, also Weinkenner vom Beruf. Oder Fahrzeuglackierer. 32 Jahre jung, arbeite für Real im Getränkemarkt. Als, und jetzt kommt's, Sommelier. Er ist Sommelier. Das ist ein Punkt für mich. Könnte was mit IT zu tun haben. Er ist so 28, 29, 24 so. Informatik sagen jetzt viele. Aber ich glaube, das ist falsch. Denn der Bro ist Student. Und zwar studiert der Mediendesign. Schüler am Gymnasium, 11. Klasse. Ich hab gesagt, der ist 28. Der ist doch im Gymnasium Schüler. Ja gut, okay. Okay, der Bro hat hier eine coole Comic-Anime-Tapete im Hintergrund, hat eine Brille, einen Bart. Ich glaube, der arbeitet als Verwaltungsfachmann. Verwaltungsfachmann? Ist das ein Wort? Was macht ein Verwaltungsfachmann? Verwalter? Verwaltungsfachangestellter. Ey, der macht Medientechnologie, Mann! Ah, ja gut, egal. Der arbeitet auf jeden Fall nicht als Fortnite-Profi. Ich glaube, der arbeitet als Model für Gillette und unerfolgreicher Streamer. Ich bin Gamer. Okay, sie hat ein Band von verschiedenen Festivals, eine Apple Watch und ein iPhone mit einem Popsocket. Sie ist knapp 17 Jahre alt und sie arbeitet... Sie macht einen sehr untypischen Job für eine Frau. Sie ist Dachdeckerin. Mediengestalterin, ja? Okay. Das ist Drecksuser aka Marius und Marius arbeitet als Investitionsmillionär im Bereich erneuerbare Energien. Arbeitslos. My man. Ja, also das war ein kleiner Witz, weil wenn man als Investitionsmitarbeiter im erneuerbaren Energienbereich arbeitet, ist man arbeitslos, weil, und jetzt kommt eine kleine Sozialkritik, die CDU, die gibt nämlich ein auf erneuerbare Energien. So, und da haben wir es wieder. Sehr schön geschminkt. Könnte was im Bereich Kosmetik vielleicht machen. Medienstudium oder so. BWL-Studium könnte es auch sein. Psychologiestudium. Social Media safe. Gehen wir mit Social Media, Chat? Ich sage, ich grenze mal ein. Sozialer Bereich. Studiere Game Design und Development. Oh, wieso habe ich so eine unglaublich schlechte Menschenkenntnis? Elevate trägt er. Er ist Fitnesstrainer. Cop. Alright, okay. Er ist Cop. Cops sind durchtrainiert. Ja, Polizei hätte... Doch. An der Position... Ja. Warte, wir schneiden das jetzt einfach um. Der Typ steht da wie ein Polizist. Holy shit. Der steht da wie ein Polizist. Der ist safe Polizist. Ja, Chat, ich wusste es doch. Okay.
Okay, 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 okay. Sie macht etwas im Bereich... Bei ihr könnte ich mir Jura vorstellen. Metzger, hört auf, in den Chat ständig Metzger zu schreiben. Lehrerin. Gehen wir mit Lehrerin? Wir sagen Lehrerin. Restaurant, Fachfrau, Kellnerin. Na gut, okay. Sympathischer junger Mann. Trägt ein Hemd, hochgeknöpft mit einer Apple Watch. Macht was im Bereich Informatik. Hauptberuflich Barkeeper. Dann schickt mir doch auch ein Bild, wo ihr... Das ist doch nicht dein Barkeeper-Outfit. Das da! Michael, das ist dein Barkeeper-Outfit, Mann! Okay, 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 okay. Pieck in Kloppenburg. Das ist Pieck in Kloppenburg Einzelhandel. Ja! Yeah! Einzelhandel war richtig! Einzelhandel war richtig! Optiker im Einzelhandel. Was Handwerkliches. Da sehe ich was Handwerkliches. Hört auf, Metzger zu schreiben die ganze Zeit. Tischler. Alkoholiker ist kein Beruf. Maurer, Metzger. Gut, er ist Metzger. Chemielaborant. Ihr kleinen... Niemand ist heutzutage mehr Metzger. Wer ist denn noch Metzger? Wer will denn noch Metzger sein? Doch, ich. Okay, sorry. Jetzt auf einmal ist mein ganzer Chat voller Metzger. Oh, Mann. Der Typ ist Bauarbeiter, Polizist, Astronaut, Schauspieler und tatsächlich... Darsteller. Arzt, Lehrer, Feuerwehrmann, Familienvater und vieles mehr. Irgendwie muss man ja über die Runden kommen. Johnny fuck Sims, my man. Ah! Hört es. Hört es irgendwann auf, bitte. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, Chat. Bitte. Der Typ ist Metzger von Beruf. Der Typ ist Metzger. Ah! Sie ist von Beruf medizinische Fachangestellte. Duale Studentin, Fachrichtung Sozialversicherungsrecht. Genau das, was ich gesagt habe. Okay, er hat eine Kette Tattoos. Kopf kann er jetzt mittlerweile auch sein mit Tattoos. Könnte irgendwas mit kreativen Medien machen. Musiker vielleicht? Fußballer, ne? Ja, er könnte... Er sieht aus wie ein Fußballer. Feuerwehrmann. Feuerwehrmann wäre cool. Irgendwas Soziales. Ja, er hat so ein Lächeln. So ein Altenpfleger. Wir gehen mit Altenpfleger. Filmemacher, Produzent. Mann! Ich hab doch gesagt, irgendwas Kreatives. Ich hab's doch gesagt. Sie ist noch in der Schule. Nein, sie studiert BWL. Angehende Lehrerin, weiterführende Schule in Bio und Deutsch. Weiterführende Schule, wo BWL unterrichtet wird. War gut. Der Typ ist sowas von E-Sportcaster. Der Typ ist E-Sportcaster. Elektriker! Elektriker! Elektriker? Warum trägt ein Elektriker einen Anzug? Elektriker? Elektriker. Elektriker. Fliesenleger. Metzger. Bestatter. Bestatter könnte es auch sein. Oh, Bestatter? Bestatter. Person. Glaube ich dir, Bro. Der Typ ist... Das ist Master Jam. Der Typ ist Cutter und Editor. Das errätst du nie. Ich hab's herausgefunden. Ich hab's herausgefunden, Chat. Oh, der ist sehr stabil gebaut. Er könnte Fitnesstrainer sein. Oder Dachdecker. Der hat so ein Dachdeckerhemd. Oder? Sagen wir Dachdecker? Holzfäller. Glaubt ihr wirklich, der ist Holzfäller? Ich sag Holzfäller. Medi. Wieso arbeiten heutzutage alle als Mediengestalter? Wieso ist keiner mehr Holzfäller? Okay, wahrscheinlich ist der Typ so männlich, wie er aussieht. Der ist Boxtrainer. Der Friseur. Friseur, das könnte sein. Gut gepflegter Bart, stabile Haare, Barbier. Ja! Ey! Ey! Oh, yes, Daddy. Piercerin? Piercerin vielleicht? Priesterin. Ich glaube nicht, dass sie Priesterin ist. Da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. Krankenpflegerin. Krankenpflegerin haben viele geschrieben. Krankenpflegerin. Modedesign. Alright. Looney, kannst du mir vielleicht ein cooles T-Shirt designen, wo drauf steht, ich bin ein Huch? Ja, ich würde sagen, der Typ arbeitet als professionelle Strymax-Sub. Bin hauptberuflich epischer Gamer. Danke dafür, Bro. Sie hat hier zwei Pflaster. Sie ist nicht tätowiert. Sie ist in der Pflege zuständig. Luftwaffensoldatin. Sie fliegt einen Kampfjet. Sie fliegt einen fucking Kampfjet. Wie geil ist das denn? Finde ich übertrieben geil, Mann. Was? Ist der Produkttester von Bilou? Der ist hoffentlich kein Tierarzt, oder? Florist? Florist. Florist. Content Manager. Content Manager. Ja, Content Manager. Ich lass mich nicht baiten. Der Typ ist sicherlich kein professioneller Taucher, oder? Gärtner. Autor. Gärtner. Unterwasserfotograf. Wieso? Warum? Kellner. Croupier?
Croupier. Croupier. Croupier? Was ist das? Casino! Alter! Croupier! Oh mein Gott, Bro! So schreibt man das? Das ist ein geiler Beruf. Den Rentnern und dem Monte das Geld aus der Tasche ziehen. Die zwei sind bald arbeitslos. Beende sofort das. Alles klar. Okay. Alright. Alright, Chat. Ist the Rap. Guys, das war's von dieser wunderschönen Runde von Zuschauern an ihrem Beruf. Ciao. Macht Daumen nach hoch. Tschüss.